Das Römisch-Germanische Museum der Stadt Köln ist aus der Abteilung für römische Geschichte des Wallraf-Richarts-Museum hervorgegangen. Der 1974 fertiggestellte, preisgekrönte Bau beherbergt eine der größten Sammlungen römischer und fränkischer Epochen. Das berühmte Dionysos-Mosaik ist an seinem Originalfundort in das Museum eingebunden. Es wurde 1941 beim Bau eines Luftschutzbunkers am Dom entdeckt und wurde von Kriegsschäden verschont. Benannt wurde es nach seinem zentralen Motiv. Das Dionysos-Mosaik ist mit 27 mehrfarbigen Medaillons geschmückt, die Szenen um Dionysos, aber auch Jahreszeiten, Vögel und Früchte zeigen. Insgesamt besteht das 70 Quadratmeter große Mosaik aus rund 1,5 Millionen Steinchen, aus Naturstein, Glas und Ton. Es war Bestandteil eines römischen Hauses an der Hafenstraße, die zum Rhein führte. Das zweite bekannte Objekt im Kölner Museum ist das 14,70 Meter hohe Grabmal des Publicius, das ursprünglich an der Straße nach Bonn stand. Das gut erhaltene Monument aus dem 1. Jahrhundert nach Christus ist ein wunderbares Beispiel für die Grabarchitektur gut situierter römischer Familien. Es wurde 1884 am Kölner Klotwigplatz entdeckt, allerdings erst 1965 von zwei Jugendlichen nach und nach ausgegraben. 1970 erwarb die Stadt Köln für 510.000 D-Mark die Steine von den beiden Ausgräbern für das im Bau befindliche Römisch-Germanische Museum. Viele weitere ausgestellte Fundstücke zeugen vom römischen Alltagsleben und der Siedlungsgeschichte des Kölner Raumes. Von der Steinzeit bis zur Kölner Stadtgeschichte ist im Römisch-Germanischen Museum alles anschaulich vertreten. Zahlreiche Funde zum römischen Alltagsleben führen den Besucher mitten in die römische Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Römische Architekturteile, Inschriften, Porträts, darunter Bildnisse des Kaiserpaares Augustus und Livia, Keramik und vieles andere vermitteln eine Vorstellung der Stadtentwicklung des römischen Köln vom Zentralort der germanischen Ubier zur Stadt römischen Rechtes und Hauptstadt der kaiserlichen Provinz Niedergermanien. Viele weitere ausgestellte Fundstücke zeugen vom römischen Alltagsleben und der Siedlungsgeschichte des Kölner Raumes. Von der Steinzeit bis zur Kölner Stadtgeschichte ist im Römisch-Germanischen Museum alles anschaulich vertreten. Der Aufstieg der Stadt der Ubier zur Hauptstadt der Provinz Germania Inferior wird in einem thematischen Konzept hervorragend präsentiert.